Mann, ich sollte weniger Cola trinken. Hallo und herzlich willkommen beim Stream von Neverwinter. Ich habe heute noch ein paar neue tägliche dazu gekriegt. Also, werde ich erstmal die hier machen, ja. Ist ja klar. Da werde ich mit meinem dritten Charakter weitermachen wahrscheinlich. Wie Vermeidung? Vermeidung, dich zu sehen, oder wie? Schön, schön, freudigen Keks. Die Quest darfst du ja nicht mitmachen, glaube ich. Ja, mich stört sie nicht. So, dann kann ich das hier machen. Da ist der Laguna. Lebst du doch noch, Laguna? Ist ja ekelhaft. Idioten. Idioten. Blöd halt eben. Willkommen beim Stream. Blöd halt eben, ne? Mal gucken. Und schön viel Spaß gehabt. Dass das illegal war, das ist ja auch neu. Doppelschicht. Na gut, nur wenn es mal sein muss, einmal, dann ist es nicht illegal. Aber sonst ist es illegal. Ich kann bald gerade von Türen machen. Ja.
Was denn? Ich mach gerade die Quest für Gestade auf Türen. Ja. Ja, hab ich auch. Ja, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich ihn zusammenkriege und dann werde ich schön von einem Marken mir das Zeug holen und wo ich mir schön ringe und verkaufe die dann. Ich krieg dafür extra mehr Geld, ey. Das ist richtig geil, dann. Gibt da 6000 Roas 3, ja, Mann. Brauchen wir nicht hier einspielen, aber egal. Man muss einfach nur Schreckensgewölbe machen. Da kriegt man die nämlich her. Ja, da kriegt man die Einhorndinger her. Was liegt hier für Steigerung über hier? Na toll. Willkommen beim Stream. Ja, das ist nur Wochenende, sorry, aber da juckt es mich nicht groß. Und kann ich ihn aufheben? Ja, gut. Der ist tot. Nein, ich werde keine Störung dulden. Unsere Ziele in Türen sind zu wichtig, als dass wir unsere Arbeit hier unterbrechen dürfen. Ach, jetzt muss ich gegen Drachenseele Wirkul umbringen. Okay. Der Schreckensblöde kriegt einen Waffenhand, ja. Ja, ich brauch's da nicht, deswegen. Mann, die Drachenwelle ist ja mega schwach. Die Drachenwelle tot. Verdammt.
ist nicht so stark. Er ist nicht so stark wie ich. Er ist nur, das ist nur so wegen. Drachenschmiedestahl, Resonanzstein, mächtige Schriftrolle Identifikation und drakonische Verdauerung, Rang 4. War das jetzt alles? Das war jetzt nicht wirklich alles, oder? Laguna, kommt jetzt nicht noch eine Questreihe oder so? Für einen neuen Drachen oder so? Gar nichts, oder wie jetzt? Was meinst du denn mit beides? Und rechts, was meinst du? Ich kann Lost Mouse Hort machen oder Stade von Türen, eins von beiden. Kann ich mir aussuchen. Ach du Scheiße. Das wird ja dauern. Oh, da wird ja 20. Willst du mich verarschen? Gott verdammt, ey, dafür habe ich gerade so genügend Dinger, 25 und da 30, auch das passt schon. Los. Ist ja voll schwul. Naja, das heißt wohl, ich kann jetzt meinen neuen Charakter weitermachen. Und wie lange brauchst du noch? Keine Ahnung, super. Martin, ja, ich mache morgen auch noch Neverwinter. Wieso? Ich spiele eigentlich jeden Tag Neverwinter. Geht das hier weiter? Schön. Der Heldentod erwartet uns. Kannst du gerne machen, Martin. Müssen wir dann aber schauen wegen wie heißt das? Oh, jetzt komme ich nicht drauf, verdammte Scheiße. Die Sachen, die wir eben zusammen machen können, welche nicht eben zusammengehen. So, 10 Vorratskisten zurückholen. 5 orkische Aufseher töten. An der Reliktatz teilnehmen. Ach, das wird nicht das große Problem sein.
Martin, kann ich gerne machen. Ich hoffe, du hast deinen Gametag richtig geschrieben, weil ich habe schon oft erlebt, dass die falsch den Gametag schreiben. Eine andere Frage, Martin. Wie alt bist du? Ist vielleicht eine dumme Frage, aber naja, ich frage lieber bei sowas immer. Vamp, ganz einfach, den Charakter kriegst du nur, wenn du das Rassenwechselpaket kaufst oder das Legendenpaket. Das Rassenpaket kostet 2500 Zen und das, was ich gekauft habe, war 7500 Zen. Nur so kriegt man diese Rasse. Level up. Yeah. So. Ah, okay. Ja, kann ich gleich zeigen, wo du es kaufen kannst, aber erstmal muss ich hier kurz das hier machen. Person suchen. Ja, so ist das Leben manchmal, ne? So, so, jetzt zeige ich noch, wo man das Ding kaufen kann. Also, wenn du das Paket kaufen willst, dann findest du es unter Zenmarkt der Yeti. Hm, vorgestellt. Okay. Ist mir neu. Findest du unter, unter Zenmarkt, Gegenstände und dann steht es eigentlich meistens hier als Legendenpaket. Und hier weiter unten steht dann das Rassenwechselpaket. Aber es steht bei mir nicht mehr, weil ich das schon gekauft habe. Und hier ist sonst noch eine Rasse, da kriegt man aber auch noch andere Sachen dazu. Puh, einen epischen Panther, ein episches Reittier. Und so weiter und so weiter. So, mal gucken, was muss ich noch machen. Da muss ich eigentlich nicht hin, ist mal egal, ich mach den Traum zum Guide. Ja, ihr seht mich nicht mehr. Wieso das denn? Allein heute kann ich mir 400 Zen kaufen. Ah, ist das geil. 400 Zen, ey. 150%. Dann kann ich nichts machen. Der kämpft doch gar nicht. Also ich zahle, wie gesagt, 150%. Okay, Martin. Viel Spaß.
Mann, die Sterne sind fliegen. Das wird noch dauern. Noch nicht viel, wenn ich jetzt nicht irre. Weil ich habe ja erst Level 12, deswegen. Ich guck mal kurz nach. Ja, da ist meistens auf Crit. Wenig auf. Ist meistens auf Kraft. Wie gesagt, mit Level 12 ist das ja noch nicht so weit. So. Talente. Bei meinem Magier habe ich 3800 Crit. Kraft auch 3800, glaube ich, war 400. Ne, 3400 Kraft und Crit. Genau. Man soll ja nicht gleich übertreiben, ne? Wie gesagt, sag Bescheid, wenn du fertig bist, dann helfe ich dir da beim Ding. Vorher möchte ich noch schon ein paar Sachen schaffen schnell. Ich hoffe, ich schaff's noch. Ja, perfekt. Psst. Meine Herrin hat mich hergeschickt, um ihre verlorenen Studienexemplare zu suchen, weil ich habe schreckliche Angst, den Orks zum Opfer zu fallen. Aber ich traue mich nicht hinauszugehen. Zufällig die Exemplare einsammeln und sie zu Riftel Farsight bringen? Sie hat diese feurigen Käfer an den Hängen von Mount Hautenau gefunden. Sie nennt sie ihre Elementrüsselkäfer. Ich bin mir sicher, sie würde euch dafür belohnen. Aber seid vorsichtig. Sie sind sehr heiß. Wenn sie so heiß sind, dann ist doch gut. Aufseher und Nervensägen. Ja, dann kannst du froh sein, wenn du einen richtig guten Tank hast. Ich hab meistens so voll Idioten. Ja, ich habe heute allein schon wieder, hat er gesagt, da beim König. Da hatten wir ja wieder ein paar Leute, die nicht gerade, sagen wir mal, die Hellsten waren. Sagen wir es mal im freundlichen Sinne. Geld habe ich auch fertig. Perfekt. Nix machst du. Gar nichts machst du.
verstehe ich immer noch nicht. Na egal. Wieso kriegst du jetzt da. Kriegst ja nichts aus der Kiste raus, oder? Hast du gesagt, du kriegst da nichts raus? Wir sind heute im Scheiße. Ja, das ist, die Server sollten ein bisschen stabiler noch machen, aber sonst ist gut. Also ich finde es sonst ganz okay. Ja, genau. Ja, das merkt man nun richtig, das stimmt. Das ist wahr. Willkommen beim Stream, die dazugekommen sind. Immer dieses Beten, ne? Ich bete und bete und bete, aber es kommt trotzdem nichts. Nächste Relikten muss ich noch machen. Also ich frag mich, wann die Ereignisse sind, die mal wieder kommen. Die ganze Zeit werden keine Ereignisse angezeigt. Ja, das ist nicht deswegen. Das ist ein Bug. Nein, das war, ganz ehrlich, das war vorher nicht. Und deswegen sollten sie es jetzt auf einmal so machen, wenn es vorher die ganze Zeit nicht war. Das wäre ja schwachsinnig, das wäre ja dumm. Haltet die Augen, auch ohne ihn. Macht weiter. Danke. Der Inhalt dieser Kisten wird sich für unseren Kampf gegen die Orks noch als extrem wertvoll erweisen. Kartok Paingiver ist einer der Hordenanführer der Orks, die für die Eroberung des Krämerplatzes verantwortlich sind. Seine Soldaten haben die alte Halle der Händlergilde besetzt. Jo, die wollen nicht sowas von verarschen. So. Halt. Die Orks vom Stamm der Vielpfeile versuchen, das Lager der Neverwinterwache zu zerstören. Werft euch mit mir in die Schlacht, um die Bedrohung abzuwehren. Beim nächsten Ork-Überfall wird zu den Waffen gerufen werden. Schließt euch an und ihr werdet auf das Schlachtfeld gebracht. Nachdem ihr euch am Ork-Metzeln gütlich getan habt, kehrt zu mir zurück, damit wir uns über unsere Heldentaten austauschen können. Verdammte Scheiße. Ah, mit dem muss ich sprechen, okay. Was ist Wahrheit anderes als das Akzeptieren von Lügen?
Wie geht es euch? Oh, danke für die Elementrüsselkäfer. Sie sind nur schwer zu finden. Insbesondere seitdem Mount Totenum nur noch eine rauchende Ruine ist. Und macht euch keine Sorgen um Jared. Sie muss lernen, selber mit schwierigen Situationen umzugehen. Und Erfahrung ist der beste ist auch Lehrmeister. Zum Kopf, bevor wir in den Turmviertel zurückkehren. Wir sind bereit für Erbach. Level up. Angriff. Ah, okay. Jagd der Relikte. Schmerz zurückzahlen. Nee, ich muss erstmal Ork-Angriff. Der Ork-Angriff. Der wird lustig. Ja, ich muss gleich Ork-Angriff machen. Der Heldentod erwartet uns. Ja, so ist das, ne? Talente. Das stimmt, was man hier alles dafür tut. Möge Us kann mir ein Blasen. Euch Kraft verleihen. wie jetzt? Der Heldentod erwartet uns. Gefecht Ork-Angriff abschließen. Ach Mist, kann ich noch nie abschließen. Okay, Schmerz zurückzahlen und Relikte hat's. Okay, muss ich eben das machen. Dann geht das nicht anders. Dum, 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 dum. So, wen können wir diesmal abmoxen? Dann hoffen wir weiter, dass du die Stiefel bekommst. Ob du sie kriegst, ist eine andere Frage. Vergiss mal weiter. Ja, in Ärgern bist du sowieso gut, Laguna. Wenn du nicht ärgerst, bist du nicht glücklich. Nee, wenn du Leute nicht ärgern kannst, bist du nicht glücklich. Oder irre ich mich? Das glaubt wird selig. Oh mein Gott, was sind denn das für Psychopathen heute? Meinst du Game Freak? Armer Game. Es geht ums Prinzip. Ah, was
hast du denn gekriegt? Es geht im Prinzip. Ah ja, ey. Ah, irgendwie gut, dass man ihn nicht mehr hört, Gott sei Dank. Immer dieser Gammelfleisch, ne? Schlimm, 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 schlimm. Armes Gammelfleisch. Ich glaub nicht, dass er welche hat. Dass er überhaupt welche hat. Ich hab Menschenball gekriegt. Geile Scheiße. Ist das gut? Nee, das ist voll scheiße. Das Ding ist ja voll scheiße. Na super. Das Ding ist auch scheiße. Na super. Verdammt. Willkommen beim Stream. Ja, ich bin Dauerstreamer. Ich streame 24 Stunden am Tag. Nee, Spaß. Das bringe ich nicht. 24 Stunden, da würde ich die Krise kriegen. Nee. 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 Ich hasse es, länger als 24 Stunden wach zu bleiben. Ich mag das überhaupt nicht. Habe ich zwar schon ein paar Mal gemacht, aber ich mag es nicht. Haltet die Augen offen. Sehr gut. Noch weiter. Ihr seid bei unserer Auseinandersetzung mit den Orks wahrlich Gold wert. Jetzt ist es an der Zeit, den Kampf direkt ins Herz unserer Feinde zu tragen. Kundschafter haben im Südwesten eine Mauerbresche entdeckt. Der Weg zum Mantelturm ist offen. Folgt dem Pfad nach Osten zum gefreiten Quickfoot. Dann durchquert die Bresche, um zu Kundschafter Galen zu gelangen. Dort werdet ihr dann mit dem weiteren Vorgehen vertraut gemacht. Ja, mal schauen, ne? Lauf, Schlampe, lauf! Oh, ist so geil, einen Drachengeborenen zu haben. Das ist so geil. Einfach geil, einen Drachengeborenen zu haben, ey. Es ist geil, ein Arschloch zu sein, es ist geil, so dreckig und gemein. Haltet eure Waffen, der Kundschafter Gate, war das alles? Ja, und wie lange brauchst du jetzt noch, dass wir deinen Charakter nicht mehr machen können? Sonst bin ich bald am Arsch der Welt schon und du musst deinen Charakter immer machen. Wie kann ich... Ihr seid sicher der Abenteurer, von dem Hauptmann Generals berichtet hat. Hoffentlich seid ihr für einen Nachschlag an Orks bereit. Habt ihr Lust zu helfen? Die Vielfalt-Orks machen sich aggressiv in diesem Teil der Stadt breit. Um dieser Bedrohung Herr zu werden, müssen wir mehr über ihre Pläne in Erfahrung bringen. Begebt euch zum Vielfalt-Lager im Süden des Mantelturms. Die Beschützer des Auges des Groomsch sind mächtige Schamanen, die um den Mantelturm einen mystischen Schutzzauber aufrechterhalten. Wenn wir einige von ihnen ausschalten, wird der Zauber geschwächt und ihr könnt hindurchgelangen. Die Beschützer versammeln sich meistens okay, bei dann ihren mal los. Brennenden Blumenscheinen. Dann machen wir sie mal kalt. Kommt Jungs, wo seid ihr? Ich muss alle kalt machen. Paket. Jetzt werden wir stark. Wen meinst du?
Dummheit muss bestraft werden. Ganz klar. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber willkommen beim Stream. Oh Mann, ich hasse es. Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Es ist geil, so dreckig und gemein, wie man ein Schwein ist. Dreckig und gemein. Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Wo sind die Gramsch? Hä? Dann mache ich jetzt nochmal Quest kurz denn die zwei und dann mache ich sowohl bei dir mit. Ja, ich muss ein paar Idioten umbringen und dann bin ich sowohl dabei. Musst du wissen, was du haben willst. Das musst du wissen. Musst du wissen. Warum hast du ihn denn erstellt? Was ist das? So, jetzt noch die Quests abgeben und dann bin ich schon wieder Level ab. Dann bin ich schon wieder Level 14. Unsere Position sehr gut. Ohne diese Anführer wird es Vancey schwerfallen, ja, die Offensive auf weitere Teile von Neverwinter auszudehnen. Ausgezeichnet. Die Wachen am Eingang des Mantelturms sind geschwächt. Ihr solltet jetzt hineingelangen. Oder. Die Angriffspläne aus dem Fieldpfeillager deuten darauf hin, nö, dass viele Angriffe ich habe von drei Legendenpaket gemacht und dadurch habe ich einen Platz dazu. Ihr müsst in die Ork-Baracke eindringen. Und Lurk Bloodspear, Drop-Thru Elf Eater und Crackmer Deepscar ausschalten. Willkommen beim Stream. Ist auf der anderen Seite des Vielpfeillagers. Ich habe zum Glück in der Nähe einen alten Durchgang entdeckt, sodass ihr euch nicht durch die gesamte Ort anbieten Glückspilz. Müsst, um mach du schon mal ein paar Quests, ich komme gleich zu dir. Ich mache noch eine Sache kurz, damit ich das Gebiet hier fertig habe. Müsste ich jetzt bald das Gebiet hier auch fertig haben. So, willkommen beim Stream. Oder habe ich das eben gerade nicht schon gesagt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Alzheimer lässt grüßen. So ist das Leben. Wie jetzt Drachenrüstung oder was? Kannst du mir geben? Na dann. Ja, ich hab doch einen Schurken. Kannst du mir geben? Ach Mann. Es kommt immer drauf an, wo er es hat, aber okay. Ja.
Laguna, jetzt komme ich wie Game Freak. Jetzt komme ich wie Game Freak. Du wirst langsam wie Shockwave. Nee, du wirst langsam wie Shockwave. Weißt doch, als ich... Weißt doch, dass Game Freak hat doch damals gesagt, ich werde langsam wie Shockwave. Das ist voll scheiße. Das ist scheiße, dass man beide Seiten braucht, damit man diese Scheiße spielen kann. Finde ich ein bisschen eine Verarsche. Oh scheiße, ich hab vergessen, dass das sowas ja war. Nie was von gehört. Ja, das ist das Leben. Wieso kriegt ihr eigentlich jedes Mal so geile Scheiße raus, ne? Ich krieg immer nur Müll von den Drachen und ihr kriegt jedes Mal einen Scheiß daraus. Ja, das ist nicht gut, wer diese Sache gekriegt hat. Ja, siehst du? Ja, ich habe von den Drachen nie Waffen gekriegt. Ich krieg immer nur Scheißdreck krieg von denen. Ihr seid total die Lacker hier, ey. Magier, wo in den Po? Ja, genau. Nenn dein Magier, wo in den Po? Scheiße, Mann. Mein Beide, Alter, ein armer Magier. Ich glaube, der würde sich freiwillig umbringen. Dann musst du streamen, dann sieht's jeder. Schluck auf. Scheiße. Und schon ein paar Quests gemacht. Ich hasse Schluck auf. Ja, mach mal. Als Krieger sollte es ja nicht schwer sein. Ich sag wo ins Klo.
Davon könntest du nur träumen. Nee, ich habe leider ein bisschen zu viel gegessen. Ich mach die ganze Zeit schon gar keine mehr auf. Willkommen beim Stream. Immer Schluck aufhaben. Ihr seid Perverslinge, ganz ehrlich. Verratet unsere erstklassig. Das Ende der Hordenanführer hat den Vormarsch der Orks vorerst gestoppt. Habt ihr Lust zu helfen? Protectors Enclave ist eine Nachricht eingetroffen. Feldwebel Nox fordert erneut eure Hilfe an. Geht in die Protectors Enclave zurück und sprecht mit Nox bei der Halle der Gerechtigkeit. Ihr habt dem Stamm der Vielpfeile schwere Schläge versetzt. Du mich auch. Ohne die Hordenanführer und Groomsch-Beschützer steht uns nur noch die Kommandantin der Orks selbst im Weg. Vancy Bloodscar. Sie ist eine boshafte Orkin mit einer... Nee, dann denke ich immer noch... Zum Gott, sieht der... Nur gemeinsam könnt ihr es mit der Ork-Kommandantin aufnehmen. Da kotzt man Laguna direkt ins Gesicht. So. In diesem Gebiet bin ich schon wieder fertig. Ich muss nur ein Relikt finden. Was? Jo, genau. Ja, ich muss nur ein Relikt finden. Das ist mir scheißegal. Noch 5 Minuten, ich habe immer keinen Blick gefunden. Jetzt werden wir sterben. So komisch. Scheiße, ey. Immer noch ganz gefunden.
Ja, ich brauche es aber für die eine Quest nämlich. Sonst würde ich das gar nicht machen wollen. Ich hätte das vielleicht auch nicht fertig. Scheiße. Wo ist hier so ein scheiß Relikt, verdammte Scheiße, ey. Musst du nur ein Relikt finden. Ich glaube, ich habe eins, oder? Nee, doch nicht. Gewölbepaket. Scheiße. Jetzt werdet ihr sterben. Tschüssikowski, meinst du, wo er? Fast 2 Minuten und ich habe immer noch kein Relikt gefunden. Glaub's nicht. Da ist eins! Endlich! Oh Gott, verdammte Scheiße, ey. Ich will ihn erwürgen, wieso? Muss doch immer freundlich zu den Leuten sein. Jürgen ist doch noch sehr freundlich. So, was wollt ihr jetzt machen? Leute umbringen? Nein. Ach ja. Ah, Laguna wollte ich töten, stimmt ja, jetzt weiß ich es wieder. Was wir noch hier bringen sollten, One versus One. Dass man so hier gegen Freunde kämpfen kann, kurz mal, ne? So testen, wer ist besser. Ja, stimmt. Das Tamalun Auktionshaus ist... Ich weiß nicht mehr, hab's vergessen. Wunder. So, Aurora, lad mal ein zum Spiel, beziehungsweise zur Gruppe, dann komme ich jetzt gleich zu dir. Aha. Ich bin Rang 2 mit einem Punkt. Jupp. Gewölbe der Halle der Gerechtigkeit. Bist du Protector Sinclave oder was? Okay. Willkommen beim Stream. Komm, mach schneller. Tja, so sind sie eben, ne?
Ich wollte nicht schnell so schnell wie möglich so weit machen, dass ich in die beten kann. Ich will in die beten. Wenn ich beten habe, dann ist mir alles scheißegal. So, zu Feldwebel Nox zurück. Ich glaube ab Level 15 erst. Und das bin ich gleich. Beten. Nö, da habe ich es noch nie gekriegt. Willkommen beim Stream. Verdammte Scheiße, ich will endlich beten, verdammte Scheiße. Gib mir endlich beten, du Arsch, ich will beten, du blödes Arschgesicht von Neville. Linkser. Ah, man muss einfach die zweite Karte fertig haben. Dann kriegt man beten. Habt ihr die Orks im Turmviertel gut überstanden? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir nochmal zur Hand gehen könntet. Diesmal bei einem nicht ganz so abwegigen Problem. Ihr habt bereits etliche Male mein Vertrauen gewonnen. Nun hoffe ich, dass ich euch auch in dieser heiklen Angelegenheit vertrauen kann. Einer meiner Männer, Joseph Linkletter, hat sich seit Tagen nicht mehr gemeldet. Ich befürchte, es ist wegen seiner Frau, Dorothy. Sie ist eine Verseuchte, berührt von der Zauberpest. Und ich fürchte, es wird schlimmer. Ich möchte, dass ihr nach den beiden in ihrem Haus nahe der Treibholztaverne seht. Tut alles in eurer Macht Stehende, um ihnen zu helfen. Ich kann das Gesetz des Beschützers nicht ignorieren. Euch aber stehen alle Wege offen. Geht zur Anruferin, die meiste Zeit am Altar hier im Tempel von Tyr verbringt. So, perfekt. Sie kann euch erklären, wie ihr die Kraft der Götter anruft. So, ach, du bist da gerade fertig? Gut. Dann kommst du jetzt gleich auch raus, ein bisschen Protected Enclave. Hallo. Bei jeder Anrufung erhaltet ihr ein Geschenk für eure Hingabe. Probiert es gleich jetzt einmal. Ihr könnt übrigens stündlich um den Segen der Götter bitten. 2900 Rohastral-Diamanten. Krasser Scheiß. Was war das denn für eine Überraschung? Du mich auch. Na dann. Willkommen beim Stream. Hat dein Kollege gemacht, oder was? Okay. Machen sie, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Echt? Krass. Jojo. Ich komme gleich zu deiner Instanz rüber, ne? Aurora. Glückwunsch. So, jetzt komme ich zu deiner Instanz. Du musst gleich mal deine hübschen Quests teilen. Ach, schon wieder eine Spezialquest. Ah, oh, verdammt. Ich wechsle mal schnell zu deiner Instanz schon mal. Ist 28.
Na, ich krieg einen Disconnect. Bitte zwei, die wird rausgeschmissen. Ich jetzt schon kommen. Ja, timed out. Oh. Connection Server, bla bla bla. Meine Fresse. Dass wir das nicht gebacken kriegen. Ja, wenn wir heute noch eine Gruppe zusammenkriegen, würde ich Tempel der Spinne nochmal machen. Heute. Aber ich glaube, wir kriegen heute keine Gruppe zusammen. So, Brader die Weise, die haben wir eine in die Schneise. Mal gucken, wo war Brader die Weise. Ich geh jetzt schnell zu Brader die Weise. Wenn ich Level 15 bin, habe ich endlich mal ein Reitvieh. So, da ist Brader die Weise. Weiß ich. Das ist nichts Neues. Deswegen sage ich ja nur 5 Level. Mhm. Auf 5 Level, dann bin ich fertig. Kann ich endlich ein Reittier nutzen bei allen Charakteren. Herzlich willkommen. Magie ist wie Feuer. Durch das Veredeln. Kann der mal verpissen sich da mit diesem komischen Ding da? Na endlich. Ja. Aufwertung erfolgreich, schön vor den Keks. Ist es besser als einer meiner Ringe? Nein, ist sogar schlechter. Dann kann ich diesen Scheiß nicht gebrauchen. Es gibt so viel zu. So, fertig. Jetzt laufe ich dir die ganze Zeit hinterher und du musst deine Quest mit mir teilen. Weil du das tust und dreht dir sowas von den Klöten, dass du Flöten siehst. Ach, die Nasher haben ja. Auf der Suche nach Honor. Wo müssen wir da hin? Kannst du mal die Quest bitte auswählen? Wenn sie bei mir nicht richtig angezeigt wird, dann, ah doch, gehen sie zum Ruinentunnel. Oh, jetzt habe ich tägliche bei diesem Charakter, das heißt, ich muss heute wieder tägliche machen. Scheiß Dreck. Ab Level 15 kriegst du tägliche. Hä? Ihr seid so gut wie neu. Naja, fast. Ja. Tägliches Gewölbe gerade. Tägliches Gewölbe gerade. Mal gucken. Ruintunnel. Wo sind die Ruintunnel? Wo sind die Ruintunnel? Ich muss Gewölbe heute machen, dann kriege ich noch 6000 Roh. Ich will noch 6000 Roh Astraldiamanten kriegen, verdammte Scheiße. Ist das geil, ey. Jetzt kann ich schon wieder mit dem hier auch wieder tägliche machen. Gott, ey, bald krieg ich die Krise. Ich hab bald zu viele. Und kommst du zum Tunnel oder willst du erstmal. Gut, gut. Und wie viel ist denn mein Schach, hä?
Willst du mein Char? Sieht er nicht cool aus? Sieht er nicht schön brutal aus? Wie ein Panzer? Als Schurke? Also Rüstung passt richtig geil zu ihm. Das passt richtig gut zu ihm so. Sieht echt cool aus, finde ich. Stylisch. So. Oh, ich glaube, ich werde jetzt schon wieder vom Server fliegen. Ich glaube, ich starte das Spiel gleich mal neu. Ja, ich werde wieder rausfliegen. Und Kick. Ja. Ich starte mal kurz das Spiel neu. Spartas online spielt. Neverwinter. Wir müssen mal Sparta zum zum Party einladen. Unbedingt. Ja, ist ganz lustig. Vielleicht haben wir auch bald genügend Leute für einen Dungeon. Wir brauchen nicht dann noch einen Kleriker. Das finde ich auch geil. Doggy Style, ey. Wie bescheuert muss man sein, einen Kater oder eine Katze Doggy Style zu nennen? Ey, also Entschuldigung, das. Nee. Willkommen beim Stream. Doggy Style, bei Fuß! Einfach geil, ganz ehrlich. Oh, ich hoffe, ich krieg endlich bald die Rassenwechselmarken, ey. Ich will endlich meine Rasse wechseln, verdammte Scheiße. Der einzige Charakter, der richtig ist, ist mein Schurke. Ich habe meine Heimat verloren. Der hat die richtige Rasse, das ist der einzige aber auch. Na dann, viel Spaß dann du nun. Los, Aurora! Schneller, 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 schneller! Los, los, los! Ach, die musst du töten. Ja, ja, die ist nicht schwer. Die machen wir schnell kalt. Gut ist sie. Ich hätte nicht lange überlebt. Hier machen wir kurz das Gewölbe auf, ne? Halt's Maul! Mistvieh. So. Hier eine Truhe. Was? Okay, das wäre mir neu, aber okay. Ach stimmt ja, ich habe ja ein Artefakt. Ich habe gesagt, stimmt ja, ich habe ein Artefakt. Meine Fresse, wie dämlich muss man sein. Ich habe ein Artefakt. Das Drachenartefakt. Ja, du mich auch, Laguna. Das ist kein Glück.
Das erklärt einiges. Ja, los, teile die nächste Quest. Teile die nächste Quest. Schneller, schneller, schneller. Ich will weiter leveln. Genau. Welche Quest ist denn das? Musst du da in ein... Achso, da musst du in ein anderes Gebiet gehen, glaube ich nur, ne? Kann sein? Na, das ist ja Springschool noch nicht gemacht. Okay, da... Ich gehe dann mal so lange auf Klo, bin dann gleich wieder anwesend. Bis gleich. Bis gleich auch beim Stream. So, wieder da. Willkommen beim Stream. Auch dazu. So, wie lange dauert's noch, Opa? Na, weißt du nicht mehr, wo es ist? Soll ich dir zeigen, wo es ist? Soll ich dir zeigen, wo es ist? Genau, da musst du lang. Also Laguna, blas bitte leiser, ja? Alter, der rennt mittendran vorbei, ey. Nee, danke. Glaub ich dir. Wenn du da den Scheiß machst, werde ich die Sachen verkaufen. Kenne ich nicht, nie was von gehört. Und total scheiße. Verkaufen, das Scheißding. Müll. Müll. Auch Müll.
fallen will. Ja, wenn sie geht, dann geht's nicht, ne? Mach dich schon mal auf. Du guckst auch zu viel SpongeBob. Nein, überhaupt nicht. Müll. Das ist der einzige Shit, der kein Müll ist. Ich komme gleich hinterher. Ich muss nur kurz hier noch ein paar Sachen machen. So, jetzt bin ich gleich fertig damit. Das kannst du teilen. Das kannst du teilen, sag ich dir jetzt schon. Und? Jo, funktioniert. Unsere heißeste Spur zu kaufen. Warte auf mich, bevor du anfängst. Black Lake Viertel. Deine Leben sind vergänglich, meine nicht. Und hast du dieses Gut schon zurückgeholt? Auch das da hinten. Ja, ich höre Diebesgut natürlich zurück. Ich weiß nicht ganz genau, wo die Dinger hier liegen. Ich weiß, da liegt auch eins, ich weiß. Und da liegt da hinten noch eins und dann ist es schon wieder fertig. Dann bist du tot. Bist du ein Vollidiot. Dreh dich dir in die Klöten. Komm, ich gleich, das hätte denn heute die Schnauze ein, wenn ich endlich mal damit aufhörst. Gleich komme ich dir wirklich durchs Headset, aber. Du bist Battles gerade herum, glaube ich. Kann das sein? Du musst die Hinweise alle finden. Ja, ich weiß. Du musst die Hinweise finden. Los, such die Hinweise. Hinweise sind hier. Und ich bin fertig mit dem Diebesgut. Hier ist der nächste Hinweis. Der letzte Hinweis ist nicht hier, der ist da. Ja, lass ihn doch, lass ihn doch. Die Mission hier selber angenommen wahrscheinlich.
von Lykantrop. Ja, merke ich. Yeti ist tot. Wie sollen wir ihn? Oh, möge Irmeter euer Herz segnen. Diese Die schriftliche Nachricht. Die Leichen, der Schlüssel zu den Abwasserkanälen. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Freunde. Gottwin Cooper wurde von den berüchtigten Todesratten entführt. Sparta ist online. Ich hatte recht. Dann bin ich mal zur Party ein, die Sau. Die Schwarte macht man zur Party. Er ist in der Party. Ah, egal, laden wir mal zur Party ein. Vielleicht kommt er in die Party. Die Schwarte. Dann brauchen wir nur noch einen, dann können wir ein Cleri am besten, dann können wir Spinny Platti Platti machi. Ja, dann ist mir alles egal, außer Zauberfesseln. Hier, teile mal deine Quest. Habt ihr nicht. Anscheinend wollen nicht nur wir von... Wozu? Swiftkill? Achso, ja, ja. Das sind alle Quests gewesen, die du gekriegt hast? Stirb! Gut. Krieg ich den Hals um. Ach, um die Ecke ist hier auch noch eine Quest, nur so als Info. Teilen, 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 teilen. Willkommen beim Stream. Ich konnte retten, was ging, aber ich... Ja, ich mache jetzt schnell Probeschlamm. Dauert nicht mehr lang. Kann abgeben. Dann können wir die nächste Quest machen. Wahrscheinlich wird es Swift fragen, ob der jetzt mit ihm da einen Dungeon macht. Wahrscheinlich auf episch. Mineralischer oder untoter Natur ist. Diese Erkenntnis ist sehr wichtig für meine Forschungen. Es gibt Gegenmittel, die auf untoten Schlamm katastrophalste Wirkungen haben können. Genau. Ah, okay. Bis gleich. Es ist real. Was ist Illusion? Oh, wahrscheinlich lädt er uns sogar zur Party ein. Kann ich mir eher vorstellen, wir sind nur zu dritt und nur zu zweit in einer Party, jetzt sind sie dort drüben drin. Sollte ich auch mal nachgucken.
Schriftrolle der Wichse. Wo ist Schriftrolle der Wichse? Ich finde Schriftrolle der Wichse nicht. Ach, da ist sie. So. Ich glaube, ich gehe mal zu Aurora rüber. Vielleicht ist Sparta auch da. Sparta ist ein Tank. Ach man, wir brauchen trotzdem noch einen Kleriker. So, dann mal wieder sich hier verpissen. Godwin hat uns alles verraten. Wir wissen, wo sich Karsof versteckt und auch, wo er die Krone aufbewahrt. Mit etwas Glück haben wir sowohl ihn als auch die Krone, bevor der Tag zu Ende geht. Den haben wir auch dann zu teilen. Und was wollte er? Na super. Teilen. Best. Ach so, ja gut dann. Ich hinterlasse keine Zeugen. Die vier Zeugen? Ja, ich renne auch getan durch. Langweilig.
Der Goon ist immer noch Level 5, verstehe ich nicht. Müsste schon längst Level 6 sein. Die Mescher haben als Ablenkung ihr Verstand. Goon muss die Quest noch nicht mal mehr annehmen. Ja, dann kriegt er sie auch, wenn er sie annimmt. Ja, soll ich sie in Ruhe lassen, dann lass ich sie auch hängen, wenn du willst, also. Nee, nicht wirklich, ich nehme so gut wie gegen gar keinen Gegner zur Zeit Schaden, keine Ahnung warum. Nee, auch als ich schon das gleiche Level war wie die, ich habe so gut wie keinen Schaden von denen gekriegt. Vielleicht liegt es auch an meinem Ring. Ich hab einen epischen Ring drin. Ja, den kriegt man vom Legendenpaket dazu. Ab Level 1 verfügbar. Wir tot? Ach man, ist ja langweilig. Und wenn Leute mal gerne ein bisschen Geld reinstecken, lass sie doch. da steht doch gar keiner. LOL, die Bosse kamen vorher. Das waren die, die wir gerade gekillt haben, sind die Bosse, die hier normalerweise sind. Gute Frage. Willkommen beim Stream. Na super. Scheiße. Wir müssen neu in das Gebiet reingehen. Oh Scheiße, den ganzen Scheiß nochmal machen. Denke schon. Ja, hier, ich bin draußen. Netter Bug, ey. Immer diese netten Bugs. Was ist real? Was ist Wahrheit anderes als das Akzeptieren? Morgen will jemand noch mitspielen. Morgen will der Level 57er mitspielen. Was ist real? Was ist unser Leben? Das ist Schurke. Und der kann. Ja, wenn wir die ganze Zeit nochmal machen. Den sag ich ja scheiße.
Ich habe meinen Typen in Ausbildung gesendet. Der Level 9 wird gerade in Ausbildung geschickt. Socke. Ja, interessiert mich nicht, ob der Boss. Bitte, diesmal kommen die Bosse nicht zuerst. Diesmal ist es nicht buggy. Diesmal kommen die Bosse wohl nicht zuerst. Kill sie nicht. Kill sie nicht. Fuß nicht. Nein. Ich sag doch, kill sie nicht. War einfach nur so, es war einfach nur Spaß. Feuer entkommen gehen zum Black Lake Viertel. Lustig, ich hab nichts aus der Truhe gekriegt. Ja, du hast mir die Quest gegeben, weißt du nicht mehr? Bei den neuen. Ah, oh Mann, 4 Gold, 66 Silber. Teilen. Wenn ihr euch Karsov schnappen wollt, müsst ihr euch Karsov wird sich zum Hauptquartier. Was, was, das ist krass, krass. Dann will ich dann genauso weit haben, dann perfekt, dann können wir die Scheiße weitermachen hier. Bin dann trotzdem weiter als du, oh, scheiß drauf, mal ist doch nur einmal im Jahr, ne? In 21 Minuten kann ich wieder beten. Nicht wirklich, der andere braucht vielleicht einen Heiler, ich ja nicht. Aber der andere ist immer noch nicht Level Up, verstehe ich immer noch nicht. Der müsste schon längst Level 6 sein. So viele Quests, wie wir jetzt mit ihm gemacht haben, der müsste schon längst Level 6 sein. Fertig. Ein Vollposten ist das, ein Vollposten. Der ist mal passend so gewöhnt gewesen. Jetzt schon? Oha. Naja, dann ciao ciao. Habe ich mir schon gedacht, dass er so früh geht.
Ach Mist, ich hab hier bald mein Disconnect. Mein täglichen Disconnect. Ach, ist doch jetzt um 1:49 circa. Also noch genug Zeit. Ich hab dir vorhin noch vor 3 Stunden gesagt. Wenn Laguna dort online kommt, bleibt er nicht lange online. Pass auf. Ihr braucht nichts mehr machen, er ist schon tot. Hab doch gesagt, er ist schon tot. So wenig Schaden, wie ich kriege, echt krass. Juhu, nochmal so eine Klinge. Die Schwäche ist schon nur super. So eine Scheiße. Alter, der ist immer nicht Level 6. Alter, wie lange braucht er um Level 6 zu... Ich sag nichts dazu. Der ist nicht einer dieses Level aufgestiegen. Kommt mir langsam auch so vor. Na stimmt ja, wir sind ja in diesem Gebiet jetzt fertig. Wir sind hier vollständig fertig. Wir müssen nur noch Feldwebelnox. Ja, wir sind in diesem Gebiet vollständig fertig. Jetzt können, als nächstes kommt das Gebiet, was ich heute fertig gemacht habe. Ja. Vorher müssen wir aber noch eine Quest im Protectors Enclave machen. Sag ich dir jetzt schon. Ja, ich bin schon längst Protector Enclave. Ja, egal. Er hat das geschafft, was er schaffen wollte, ne? Was? Der wollte hier beitreten? Wir können auch in seine Party gehen, ist mir schnuppe. Ja, dann geh mal rüber, dann komm ich dir gleich nach. Oh mein Gott. Immer diese Neverwinter-Suchtis. Die Protectors, die Krone von Neverwinter ist sicher. Die Rebellion der Menschen. So, die nächste Quest wir teilen, weißt du ja. Damit es gleich mal weitergeht. Ich wusste, ihr seid gut, aber die
diese Erfolge? Ich bin sehr beeindruckt. Wenn ich daran denke, dass ich euch damals an der Brücke des schlafenden Drachen beinahe abgewiesen hätte. Nun, ich bin froh, dass ich es nicht getan habe und ihr in Neverwinter geblieben seid. Aber es ist noch nicht vorbei. Ich habe fürchterliche Berichte vom Marktplatz. Ja. Ich gehe schon zur Kanalisation. Ja, Nestai ist hier. Bin gleich schon da beim Nestai. Ich habe immer euch den PvP-Scheiß gemacht. Habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja, mache ich aber noch. Aber wann ist die Frage? Ich muss gleich mal sparen, das Profil genau anschauen. Ich muss gleich mal nachgucken, mit wem eine Party ist. Profil öffnen. So, mit wem ist ein Spar an der Party? Kenne ich nicht und kenne ich auch nicht. Nach 20 Jahren bist du angekommen. So, hier schnell mal durchrushen, dann geht's gleich mal weiter, dann gehen wir endlich nach, wie heißt das Ding nochmal? Turmviertel war es, glaube ich, ne? Ne, Black Lake war's, oder? Ich sehe sie auch nicht. Der Jäger kann dir die Fallen entschärfen, weil, der Schurke meine ich. Hallo, mein Freund. Ich habe momentan... Na, no, hätte ich Schussbahn auf. Ja, deswegen habe ich auf meinen dritten Charakter wieder 5 Gold übertragen, damit ich immer genügend Gold habe für so einen Scheiß eben, ne? Okay. So, jetzt kannst du in die Falde gehen. Ach, Naturpakete senden? Ah ja, stimmt, der Naturpaket hier. Ja, hier war auch eine Falle. Ich entschärfe mal kurz die Fallen. Aber nur aus Langeweile. Weiß ich. Außer, dass sie nicht mehr... Außer... Ja, das finde ich zum Beispiel auch beschiss. Ich habe meinen Kameraden Dingsbums geschickt. Eine Ausbildung. Ist tot und was nu?
Mich wundert es immer, weswegen die Viecher mich so wenig jucken. Verstehe ich immer noch nicht. Das war eine was für eine Kiste? Ach, eine Verein oder was? Das ist ja voll schwul. Eine Ego-Kiste. Bei der einen steht, glaube ich, durchsuchen, bei der anderen steht irgendwas. Keine Ahnung, hab's vergessen. Nee, da, eine Person. Genau. Das war's nämlich. Alter. What the fuck? Nicht Ergo-Kiste? Schlappe, lauf! Gehörschaden, ne? Na dann, ist wenigstens was Positives passiert. Wer stöhnt da gerade rum?